Herr Doser ist Single und lebt seit er denken kann im Gemeindebau. Die Suche nach der großen Liebe hat der 53-Jährige mangels Erfolg vorerst eingestellt. Er ist schon etwas spießig und ja, nicht mein Fall. Das ist irrsinnig lieb, ja. Ist auch ein gescheites Mädel. Sehr viele Regeln und wie gesagt, ich bin ein lebensfroher Mensch und das wird nichts aus uns zwei. Nun schenkt er seine ganze Liebe seinem Hund, den er liebevoll Mirinda getauft hat. Mensch, ein Mädel gehört, eine Frau gehört ins Haus. Dabei sind wir halt bescheiden, nur mein Hund. Aber es wird sich ja was ergeben, hoffe ich. Durch das mein Alter, 53, ja, möchte ich eigentlich gar nicht mehr so mehrere Beziehungen haben, sondern eine, die soll passen und das soll bis, ja, so lange es halt geht. Aber schauen wir mal. Meine Eltern heiratet die, gell? Marinda. Jo. Vor allem ist Herr Doser im Gemeindebau bekannt für seine Hilfsbereitschaft und seine wachsamen Augen. Ihm entgeht nichts. Sie kehrt nicht daher. Ist auf Besuch. Ah, beim Balik-Pepe. Ja, ich weiß nicht, ob der zu Hause ist. Ich glaube, der ist nicht daheim. Woher? Ah ja, doch. Ja. Das ist das Schöne bei mir, dass ich auf 1, 2, 3 Ecken da rausschauen kann. Und alles sehe ich. Ne? Das ist auch schön. Das ist halt der Vorteil in so einem Bau. Wenn du so eine Wohnung erwischt, ja, das ist schon super. Aber jetzt ist man brav, gell, Mausi. Na, Leckerle haben. Eins. Wo du es jetzt schon gestohlen hast, gell? Wenn wir wieder Mais schmieren, ne? Psst, verhalte ruhig. Ah, das ist die Brigitte wahrscheinlich, weil die Dickere heute einkaufen. Ja, Brigitte, ja, komm schon. Für die Brigitte gehe ich einkaufen. So, wie es sich ergibt, ein, zweimal in der Woche oder wie ich zu Hause bin. Weil es ist, tut sich schwer mit dem Gehen und so. Na, weil ich nicht kann und wir haben ja da keine Infrastruktur. Das einzige kleine Geschäft ist zwischen zwei Autobushaltestellen. So, dann nehmen wir Listen mit. Da ist auch nichts drinnen. Keine Rechnungen, Gott sei Dank. Warum auch nicht? So, das schaut, die Brigitte ist schon da. Die Zeitungen muss ich auch hergeben, im Nachbarn. Herr Doser teilt seine Zeitungen gerne und mit jedem im Haus. Wir haben da, sind alles Immigranten. Ne? Oman ist türkisch, jugoslawisch. Und das ist also so ein, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht wirklich so aus. So irgendwas, so ein Misch-Dingsbums. Nein, eigentlich egal. Also, ist mir sicher gesagt worden einmal, aber ich. Für mich ist das so, wie wenn du sagst, am Fremden sagst du Österreicher, dass jetzt Salzburg ist, Tirol, Vorarlberg oder Wien oder Niederösterreich, so ist für mich Jugoslawien nach wie vor noch. Obwohl das sehr gesplittert ist und jetzt jeder anders ist, aber ist ja egal. Ärger gibt es auch im Gemeindebau von Herrn Doser. Gerade deshalb ist die Nachbarschaftshilfe wichtig, denn der rege Austausch untereinander bringt mehr Sicherheit und Spannung in so manchen langen Tag. Sag mal, Gerhard, wer war denn das? Da waren vor zwei, drei Tagen, ja, mit der Susi bin ich unten gesessen, waren zwei so komische junge Burschen da. Die haben da unten beim Durchgang haben's geschaut, Fenster geschaut, ob wer da ist. Oder ich habe sie angesprochen, habe gesagt, Burschen, wer seid ihr? Und habe dann einmal festgestellt, weil ich kenne das, kommen ja regelmäßig, sagt, seid ihr Zeugen Jehovas? Ja, zeigt mir einen Ausweis. Das ist irgendwer Satz oder wie auch immer, ne? Nein. Wenn du mir keinen Ausweis zeigst, sage ich, kannst du schon mal schauen, sage ich. Und ich will dich schon nicht mehr sehen da. Und ich gehe dann schon nach. Über den ganzen Bahn habe ich meinen Hund runter. Und wir gehen schon. Und wenn das dann wieder irgendwann einmal sich, dann werden wir es irgendwo haben. Ja, das ist schon gut so. Das ist schon gut. Ich passe bei mir auf der Stiege 1 auf. Okay, na, jetzt gehen wir einkaufen, bevor die Semmeln kalt werden. Jetzt sie frische Semmeln haben. Okay, machen wir das? Gute. Und ich rede mir dann bei dir, ne? Okay. Wenn ich da bin, gell? Okay. Wenn ich den nicht hätte, hätte ich keine Semmeln, hätte ich keine Wurst, keine Milch, meine Ohren. Kalte Semmeln schmecken bekanntlich nicht, aber trotz der Eile gehören Augen und Ohren immer wachsam offen gehalten. Jetzt müsste eigentlich mein Hund und die Mirinda und da ein bisschen, können wir Kontakt machen. Aber das ist schon bedient, das ist schon älter. Das dürfte aber auch ein Mädel sein.
Aber fesche Frau, ne? Ja, das schaut gut aus. Na, vielleicht sehen wir es. Irgendwann werde ich wieder sehen, wenn es da ist in der Gegend. Werden wir schon was machen einmal. Mit Sicherheit, denn ihm entgeht fast nichts. Er wohnt und auf der Fünferstehung. Geht in die Waschkugel, waschen. Ne? Da ist die Türkin, was unter mir wohnt. Die holt ihre Kinder an. Ja, um 12 Uhr haben sie aus, holt sie ihre Kinder an. Fährt mit dem Autobus runter und holt sie. Was macht der Robert schon wieder da? Jetzt haben die keine Arbeit. Der ist da erst weggefahren. Ich beobachte an und für sich ziemlich viel. Ich meine, nicht nur, weil man Vater im Kopf ist, sicher nicht, sondern aus Interesse und aus, ja, irgendwo Selbstschutz auch. Ne? In Zeiten wie diesen kann man nicht mehr als genug aufpassen. Man beobachtet, man sieht alles. Und dann entdeckt Herr Dose am Weg zum Kreisler etwas sehr Verdächtiges. Wer sind die da? Herr Dose ist im 12. Bezirk am Weg zum Kreisler. Wegen seiner geheimen beruflichen Vergangenheit, er war in der Sicherheitsbranche, erkennt Herr Dose sofort, wenn etwas verdächtig ist. Wer sind die da? Oder was machen die? 23. Bezirk. Naja, tief der Firma sei. Tief der Firma sei, aber man muss da immer schauen. Es kann jeder verdächtig sein. Wenn du es nicht kennst, oder zumindest von Sehen her oder sonst was, oder du weißt nicht, wo er dazugehört oder was. Jeder. Aber es muss nicht Ausländer sein, um Gottes Willen. Ja, ich bin sicher, das ist absolut nicht. Sie werden ja nicht nur einen Tag zu tun haben, da, sondern mehr Tag. Und dann merkt man sich die Gesichter. Ne? Die Gesichter können sich verändern. Wenn sie immer dieselben sind, dann glaubt man schon, dass Frauen gefilmt sind. Ne? Morgen. Morgen. Das ist schon vorgekommen. Man erfährt das im Nachhinein, alle da ist einbrochen worden. Ne? Und dann heißt es, naja, hast du nicht gesehen, da ist ja so ein weißer Kostenwagen gestanden und da sind Leute eine raus. Das geht auch ruckzuck. Die spüren ihnen das früher aus oder was. Da kommen, haben die Wohnung. Da kannst du einkaufen gehen, die brechen da, wenn sie ist. Genau das hatte Herr Dose eigentlich auch vor: Einkaufen bei seinem Lieblingskreisler im 12. Bezirk. Dieser ist ebenfalls direkt im Gemeindebau. Erst vor kurzem wurde das Geschäft von einem jungen Mann übernommen. Da erfährt man sehr viel. Er ist ein Kommunikations-20-Decker, extra Wurst. Halbwegs dünn geschnitten, bitte. Ja, wie immer. Und ja, er ist ein lieber Kerl und freundlich. Und da kann man schon Sachen erfahren, was so ist. Man, durch das, dass ich so neugierig bin, kann ich nichts dafür. Ja. Das ist ein schmaler Grat zwischen Antworten, Zuhören, Meinung haben dazu. Das ist halt oft gar nicht so einfach. Nicht? Man hört halt Sachen, die man vielleicht lieber nicht hört und muss Antworten geben auf Dinge, die man eigentlich nicht beantworten will. Und da ist es halt schwierig dann zu unterscheiden, wem tue ich jetzt einen Gefallen oder wem steige ich damit ins Gesicht. Sehr diplomatisch. sehr diplomatisch. Ist aber vollkommen richtig so. Sag ich dir was aufgefallen, bei uns im Gemeindebau, das sind so Typen, so schwarze Anzug und so. Sie behaupten, sie sind Zeugen Jehovas. Ne? Ich komme mir fast vor, wie wenn die so ausspielen ihren Täten oder was. Nein, ist mir nicht persönlich auf, nicht keiner was erzählt weiß, oder was. Es gibt Zeugen Jehovas bei uns, aber, ja, aber das wäre mir noch so, nichts aufgefallen. Ich weiß, also sie, mir persönlich sind ich so nicht angesprochen, ob sie einen Ausweis haben. Ja, aber sie wollen nicht herzeigen und so. Ne? Also ein bisschen suspekt, das ganze Geschäft. Ja, ja. Wenn ich es irgendwo sehe oder was, dann werden wir schon machen. Gut, gehen wir mal zum Geschäftlichen, bevor das große Geschäft anfängt. Da werden wir 4 Semmeln. Ja, das gehört einmal alles für die Brigitte. Und 2 Semmeln separat. Vielleicht hat sie da einmal eilig, dann ich hab Zeit. Also ich hab's nicht so eilig. Vielleicht warten die Kinder schon zu Hause, ne? Nein, die Schülerinnen. Nicht? Nein, ich unterrichte gerade. Sie unterrichten? Was unterrichten Sie? Deutsch als Fremdsprache. Deutsch. Deutsch. Deutsch, ja. Gut. Ja. Gibt es Nachhilfestunden auch? Nein. Schon. Nur Frauen, mein Deutsch ein bisschen aufbessern. Kann nie schaden. Mein Deutsch ist nicht Deutsch. Ich meine, das gibt halt viele Unterschiede, ja? Nein, ich unterrichte nur Frauen. Geht ja nur Frauen, Frauen. Sie unterrichten nur Frauen. Kein Migrant zu sein, oder? Also insofern. Naja, alles bin ich. Russ, Türk, alles bin ich. Wenn es will, wenn es mir unterricht. Aber nicht nur in der Sprache, was anderes. Jetzt lerne ich dafür was anderes. Be happy. Also nicht vergessen, die 10 Dekagrammen.
Zum Käse. Herr Doser hat die Geschäfte beim Kreisler abgeschlossen und verlässt das beliebte Kommunikationszentrum. Vor allem die Vorbesitzerin des Geschäftes hat ihn immer mit Neuigkeiten versorgt. Doch für manche Kunden hat sie mit ihrem Klatsch und Tratsch übertrieben. Klar hat der fesche Frau. Können Sie den Kreisler fotografieren? Klar hat der fesche Frau. Können Sie die Kreisler, was vorher war? Ja, alle. Na ja, na bitte. Nein, also ich kann über Sie nichts Schlechtes sagen. Also da darf man, weil das Fernsehen jetzt da ist, darf man die Wahrheit nicht sagen. Nein, ich kann nichts. Sie sind wie die Politiker. Falsch bis zum Geld nicht mehr. Mir kommt das Kotzen. Sie hat eine super Ware gehabt, hat super bedient und es war alles in Ordnung. Und bleiben wir bei der Wahrheit, bitte. Na ja, das ist das Privatleben. Oder das was so Privatleben. Über wen geredet oder sonst was. Das, die Quatscherei interessiert mich aber für sich nicht wirklich. Ja, so ist es. Aber er ist jetzt anders. Gott sei Dank. Na schau. Er ist ein lieber Bursch. Ja, und absolut. Und ich wünsche mir, dass er das Geschäft weiterbringt. Also, da gehen wir. Brigitte, du brauchst nicht verhungern, ich bin schon da. Brigitte ist eine Nachbarin von der Stiege 1. Sie lebt seit Jahren alleine. Doch ein Techtelmechtel kommt für den Saubermann nicht in Frage. Geh runter. Ist schon gut. Ja, ist schon gut. Ja, dann will ich warten, bis der da. Ja, der ist auf dem Weg, auf das Lange. Ja, das bringt sich jetzt ganz durcheinander. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das zugesperrt. Runter! Vogel habe ich selber, da brauche ich keinen herumfliegen haben. Nein, das ist mir zu mühsam. Nein, ich brauche keine Figuren. Meine Mutter war Fanatikerin, die hat 25 Wellensittich gehabt. In Wien-Meidling berichtet Herr Doser seiner Nachbarin Brigitte mit Schmetterlingen im Bauch von seiner Einkaufsbekanntschaft. Hätte fast einen Aufriss gehabt. Oh Jesus, nein. Eine fesche Frau. Wirklich? Ja, eine Lehrerin. Das hat's dir gleich erzählt, oder was? Ja, meine Ex ist auch Lehrerin gewesen, ne? Also, ja, freilich, weil ich es angestrebt habe, ne? Und sagt, sie unterrichtet, ne? Auf Fremdsprachen, ne? Vor allem Männer, die zuhören können, haben bei Frauen viel Erfolg. Was unterrichten Sie? Deutsch als Fremdsprache. Deutsch als Fremdsprache. Deutsch. Deutsch. Deutsch, ja. Fremdsprachen auf Deutsch, oder was? Da unten ist er schon. Ja, Deutsch bald eine Fremdsprache, ne? Ja. Irgendwas wollte ich da sagen zuerst, habe ich wieder vergessen. Den Fernseher solltest du einmal putzen. Nein, das Bild selber ist ja nicht dreckig, nur der Rahmen rundherum. Die Statik? Da auch? Ja, ist die Statik. Nein, bitte, erstens einmal, ist das auch durch die Vogel? Nein, klar, die Vögel. Wahnsinnig klar. Viel Mist. Ich kann meinen alle mindestens einmal in der Woche abwischen. Nein, was heißt, den habe ich schon öfter so gewischt. Ja. Das ist irre. Das ist die Elektronik. Saugt wie ein Staubsauger und saugt das auch. Und das ist auch nicht ungefährlich. Ne? Es können Funken entstehen, weil doch die ganze Elektronik drinnen ist. Ne? Man soll auf sowas schon ein bisschen achten. Kann man ja einmal überwischen. Also kein Problem. Und sowieso die Statik ist. Ja, nein, ich verwende so ein Anti-Statik-Spray. Ja. Für die ganzen elektronischen Geräte, die ich habe und so. Ne? Zuerst schön anwischen und dann mit den Einsprühen. Ja. Ob es der Kopierer ist oder ein Telefon ist oder sonst so. Das merkst du schon. Mann, stopp. Seine Freundin scheint nicht so interessiert an seinen Putzkenntnissen und wendet sich lieber ihren Vögeln zu. Bussi, bussi, Chico. Ja, bussi, bussi. Okay, Brigitte. Ich danke dir. Geld habe ich da gegeben. Zettel hast, Rechnung hast. Sie ist nicht am Putzen interessiert, er nicht an den Vögeln. So löst sich auch schnell der Kaffeetratsch. Chico. Bussi, Bussi, Chico, wird der Gerhard auf uns aufpassen? Ja, so wie immer. Dass uns nichts passiert, weil du kannst mir nicht helfen. Du kleiner Zwerg. Gell, da brauchen wir schon was Größeres dazu, was Stärkeres. Ja. Es dauert auch nicht lange und scharfsinnig bemerkt Herr Doser sofort, dass bei den parkenden Autos etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Na, da sitzt du in ein Auto und weiß ich nicht. Mal schauen.